Stellvertretend möchten wir hier zum ersten Walter Gommers nennen, ein jahrzehntelanger treuer DEG-Fan und Mitglied des ersten DEG-Fanclubs. Aber Walter war mehr als ein Fan, er war der DEG und dem Fanprojekt jederzeit ein wertvoller Ratgeber. Zum zweiten Opa-Reiner, einem bekannten Allesfahrer, der in allen Stadien der DEG bestens bekannt und für den die DEG sein Leben war. Diese beiden und alle anderen in der Sommerpause verstorbenen DEG-Fans möchten wir danken und sie mit einem donnernden Applaus grüßen. Walter, Rainer und alle anderen, wir werden euch nie vergessen, ihr seid immer bei uns.